Heute, was geht ab, Leute? Hier, ihr könnt es hier schon sehen. Ne, hier auf der anderen Seite. Wir gehen heute mal wieder alle Shinies durch. Mal ein Update seit dem letzten Video. Checkt das andere Video aber nochmal ab. Wobei, ne, braucht ihr gar nicht. Aber seit dem letzten Video gibt es eine Menge neue Shinies. Und ich habe sogar ein paar neue Shinies. Dementsprechend schauen wir uns mal die Liste an und kreuzen alles an, was ich habe. Ihr könnt natürlich auch unten in die Kommentare dann immer schreiben, was ihr habt, was euch noch fehlt, ob ihr ein Gutes von irgendwas habt. Weil, ja, shiny und gut, das ist schon krass. Fangen wir an. Bisasam. Bisasam C-Day. Platz 2 meiner besten C-Days. Checkt das Video aber auf jeden Fall nochmal ab. Bisasam C-Day. Dementsprechend habe ich da natürlich alle. Und das ist auch mein bestes Shiny. 96% Bisa Floor. Glumanda C-Day natürlich. Also wir... Ich habe keinen einzigen C-Day verpasst. Dementsprechend Glumanda auch. Black Glurak sieht natürlich sehr geil aus. Aber ja, ich habe da keinen guten, nichts nennenswertes. Sehr schlecht. Shigi. Shigi C-Day. Überraschenderweise, der wurde ja davor richtig runtergemacht. Überraschenderweise gar nicht so schlecht. Natürlich haben wir einen normalen und mit Sonnenbrille. Haben wir beides. So. Familie, check. So, dann haben wir Raupi. Den habe ich ja am C-Day gefangen. Folgiges C-Day. Check das Video aber auf jeden Fall nochmal ab. Ich habe jetzt die Familie durchgestrichen. Was nicht ganz stimmt, den muss ich davor erst noch entwickeln für euch jetzt. Hier haben wir ihn. Und los geht's. Schatten beim Softcon, weil ich eben noch nicht die Entwicklung habe. Ja. Wie gesagt, natürlich könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch habt. Goldenes Raupi, aber der Bronze Safcon und Smetbow. Was mir gerade auffällt, Ash, sein Smetbow, hat er ja zurückgelassen für diese Liebesaffäre. Und das weibliche Smetbow, also der Liebespartner von Ash, sein Smetbow, hat auch, glaube ich, die Farbe. Das war, glaube ich, ein Shiny Smetbo. Wenn ich jetzt so im Nachhinein mich zurückerinnere. Aber okay, hier ist es. Dann Pichu. Hammer. Kein einziges. Es gibt ein normales. Es gibt eins mit Partyhut und ein Hexenhut. Ich habe kein einziges Shiny Baby. Ich schau mal gerade, was für Pikachu. Ich habe eins Shiny mit Hut, aber muss mal gerade nachschauen, welches. Es ist das. Also normales haben wir, na klar. Und es ist das Partyhut. Hexenhut haben wir nicht shiny. Und mit der Cap letztens, da war ich in Erfurt, da habe ich auch keinen bekommen. Dementsprechend Raichu auch nur normal und Party. Oh, ich habe jetzt Familie angestrichen, obwohl ich Pichu nicht habe, aber egal. Nidoran, kein einziges. War ja nur ein Tag da. Vulcano auch noch kein. Kleinstein auch noch nicht. Punita haben wir letztens bekommen. Sogar zwei. Da kann ich einen vertauschen. Familie wieder angekreuzt. Aber entwickeln muss ich es noch für euch. Da haben wir es. Blau sieht echt episch aus. Bei Galoppa ist es aber dann grau. Ich finde das nicht mehr so episch. Hätten die auch bei Blau lassen sollen. Das ist dieses Hadesfeuer. Das gefällt mir sehr. Aber, naja. Da haben wir Galoppa. Puh. Pum. Shiny Galoppa. Als nächstes haben wir Slimer. Habe ich nicht. Mushas habe ich. Check. Nebulak habe ich nicht. Aber vom Gengar Day habe ich Gengar. Shoutout an Jenny. Sie hat einen 98er Shiny Gengar gefangen. Und einer bei uns da ist zu seinem ersten Raid gekommen. Hat sich mitten in der Tour dann angeschlossen. Erster Raid, 100er Gengar Shiny. Nicht schlecht. Tomato, check. Krabi, nix. Chagoso, yes. Und wer mein Video gestern gesehen hat, check das Video auch nochmal ab. Wenn man sich einen Knogger Shiny macht, dann ist im Pokédex auch ein Alola Knogger als Shiny markiert. Dementsprechend, ich habe zwar keinen, aber im Pokédex ist markiert. Also hey, mehr will ich gar nicht. Solange es im Pokédex steht.
Pinsir, yeah. Davon habe ich sogar 5, 6, 7 Stück gefangen. Sehr überraschend. Kapodor, yes. Das erste Shiny. Am allerersten Tag, wo Shiny rauskam, also wo er rauskam, habe ich ihn gefangen. Im Nachhinein, wenn ich so nachdenke, ist es eigentlich ziemlich Glück, weil ich kenne viele, die haben monatelang danach gesucht. Wir waren auf 100er Shiny Kapodor-Jagd. Zwei haben sogar bekommen. Ich war aber leider nicht dabei. Aber wie gesagt, dass wir es direkt am ersten Tag, in der ersten Nacht bekommen haben, im Nachhinein eigentlich ziemlich glücklich. Evoli, na klar, Evoli Seaday, zwei Tage lang haben wir alles bekommen. Alles direkt beim ersten Entwickeln. Also ich habe einfach einmal alles entwickelt und nichts doppelt bekommen. Und wenn die... Oh mein Gott, was ist da passiert? Und wenn die zwei hier rauskommen, dann gibt es die natürlich auch direkt als Shiny. Ammonitas damals, yes. Ammonitas Hammer, aber Kabuto haben wir nicht bekommen. Aerodactyl, ja. Sogar aus der Quest. Oh, jetzt kommen die Legendären. Er hatte lange Zeit kein einziges Shiny Legendäres, bis dann Arctos kam. Ein Arctos habe ich bekommen. Der Fluch wurde dann gebrochen, aber ja, danach auch nie wieder. Trini, na klar. Dragon sieht ziemlich hässlich aus, Shiny. Indivia Seaday, klar. Der schlechteste bisher. Folgegrill war ja erst letzte Woche. Checkt das Video ab, wie gesagt. Habe ich aber keine guten. Keine Babys, natürlich, wie gesagt. Und Togekiss, wenn die Entwicklung kommt, auch direkt als Shiny verfügbar. Natu nicht. Voltilam. Ja, obwohl ich am Seaday nicht unterwegs war. Genug gesammelt. Sonnkern, nein. Kamux habe ich welche. Sogar einen im Stream gefangen. Check das wieder ab. Und wenn der eine Entwicklung bekommt, wenn die rauskommt, dann Entwicklungsevent oder nächste Entwicklungswelle sollte ja demnächst kommen, wo dann die Entwicklungen verfügbar sein werden. Ist so, habe ich nicht, aber mein Kleiner. Dementsprechend wird mir das irgendwann mal rübergetauscht. Tanzer, nein. Granbull, Snubbull, nein. Hundoster, ja. Beim Halloween-Event letztens erst gefangen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den schon... Ah, den habe ich schon entwickelt. Den habe ich schon entwickelt. Keine Ahnung wieso. Magby, wie gesagt, keine Babys. Lavita, na klar. Aber leider keinen guten. Aber immerhin die Gesteinsattacke. Wie gesagt, legendäre, nicht so mein Fall. Pfiffchen, sogar gebrütet. Also da habe ich zu viele. Bingul. Das war Safari-Zone. Chicago, Amerika, glaube ich. Nee. Japan, Yokosaka oder so. Nix bekommen. Dementsprechend hat mich das Pinsir so gewundert, weil Pinsir habe ich 5, 6 Stück bekommen, aber von dem hier kein einziges. Makuhita, check. Stoll Junior, direkt erster Tag, wo das angekündigt wurde, also am Folgetag, das wurde ja irgendwann am Abend angekündigt. Am nächsten Tag zufällig ein Stoll Junior Nest bei uns gewesen, ich habe es abgecheckt und direkt bekommen. Zu Beginn, ja, Halloween letztes Jahr. Flunkiefer auch schon, 2-3 sogar. Mediti, check. Plus oder Minun, oh, genau jeweils einbekommen, check. Roselia, Safari-Zone Dortmund, na klar. Wie gesagt, keine Babys und die Weiterentwicklung kommt noch. Walmer, nein, kein Walmer bekommen. Wablu, ja, yeah. Safari-Zone Dortmund, da waren die erhöht, also. Da habe ich Leute getroffen, die haben über 30 Shinies gefangen. Shuppet, ja. Sogar 4-5 Mal, also den habe ich sehr, sehr oft. Dafür aber kein einziges Zwirrlicht. Letztes Jahr Halloween nicht, dieses Jahr Halloween nicht. Kein Zwirrlicht für mich. Schnäppke, nein. Schnäppke habe ich noch nichts. Absolut auch noch nicht. Obwohl ich da fleißig Absol-Rates mache. Lebiskus auch nicht. Lebiskus war ja auch gar nicht so lange da. Nur für kurze Zeit Valentinstag. Dann Tarnes Seaday natürlich. Einer der besten Seadays. Ich habe kein gutes, aber die mir hatten Glücks. Shiny, Lucky, mit Seaday-Attacke. IV weiß ich jetzt nicht genau, aber dadurch, dass es Glücks ist, hat es ja eine bestimmte Mindestgrenze an IV. Kyogen, nein. Drifflon, nein. Und Shinux auch noch nicht. Aber werde ich auf jeden Fall noch jagen. Das war's von mir, meinen Shinies und der Shiny-Checkliste. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, welche Shinies ihr habt, welche euch fehlen, welche ihr gern hättet. Habt ihr ein gutes Shiny mit guter IV? Abgesehen davon, war es von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.